Leute, was geht ab, Leute? Ich hab doch gesagt beim letzten Video, das war kein April-Scherz. Ich muss noch schauen, wann ein Video mit einem Gameplay kommt, wenn mich irgendwas interessiert. Ich weiß, dieses Wochenende ist C-Day, aber den schaffe ich leider nicht, da habe ich keine Zeit. Ich wollte das Video hier gestern raushauen. Da hatte ein Kollege Geburtstag, weil gestern kam die Änderung, glaube ich. Remote-Fanrate-Pässe wurden erhöht und limitiert. Abgeschwächt, abgestuft und ja, darüber wollte ich heute reden. Mich hat genau einer gefragt. Ich habe offensichtlich nicht wirklich eine Pogo-Community mehr, aber ihr wisst ja, diese YouTuber-Influencer, denen reicht es, wenn ein paar Leute fragen und dann kann man direkt im Video sagen: Boah, mich haben ganz viele Leute gefragt, dies und das zu zeigen oder darüber zu reden und so weiter und so fort. Deswegen dachte ich mir: Ja, wieso nicht? Können wir darüber reden? Vor allem ich als einer, der jetzt A, nicht mehr aktiv spielt und B, die ganze Fanrate Pass Zeitmeter verpasst hat wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Meinung als die Hardcore Pokémon Go Spieler und ihr wahrscheinlich. Ich erinnere mich noch, wo ich aufgehört hatte. Da kam das gerade frisch raus. Habe sogar noch ein Video dazu gemacht, wo ich meine Meinung dazu abgegeben habe. Ich habe gesagt, Digga, das ist die krankeste Idee, die die hatten. Das wird eine goldene Gans für die. Und war es wahrscheinlich auch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute da 24/7 einfach durchgeradet haben. Weil wenn du auf der ganzen Welt Leute hast, wo es halt immer Raids gibt, dann kannst du ja raiden, so viel du willst, so viel wie dein Geldbeutel da zulässt. Kranke Sache. Und jetzt haben sie es limitiert, nur noch 5 am Tag und beinahe verdoppelt der Preis. Der Preis, Digga, der Preis langweilt mich anders hart, weil es so eine ungerade Zahl, 1,95, mach doch gleich 200. Was ist das, Mann? Also ich weiß noch, irgendwie, wo ich zurückkam, gab es irgendwie pro Woche einen umsonst. Man kann halt nur 3 im Beutel haben. Das heißt, ich habe tatsächlich dann immer einen legendären dadurch bekommen. Das hat natürlich geholfen. Und das ist halt so dieses Hauptargument der Leute, die sagen, ja, oh, es gibt wieder so einen Boykott, wie damals, wo der Radius, der wurde ja erhöht für Corona und der sollte wieder normal werden. Und dann gab es so einen Shitstorm und die Leute haben boykottiert und demonstriert, was weiß ich, und dann Unterschriften gesammelt, wie im Video von Spieletrend hier gezeigt. 166.000 hatten die dafür gesammelt. Was, um ehrlich zu sein, ziemlich wenig ist für International Worldwide, oder ich weiß nicht, ob das nur NA war oder so, aber auch da für NA ist es ziemlich wenig. Aber das ging durch, glaube ich, und Niantic hat auf euch, ich kann nicht uns sagen, weil mich hat das nicht gejuckt, ich war da nicht am Start, gehört und hat den erhöhten Radius gelassen. Dasselbe haben die jetzt nochmal gemacht und die haben nur 71.000 Unterschriften diesmal bekommen, also nicht mal die Hälfte davon und davor war schon ultra wenig. Dementsprechend hat das Niantic so gar nicht gejuckt, was ihr euch so wünscht. Also ich persönlich finde, der Preisanstieg ist unnötig, der ist dreist, vielleicht auf 150 erhöhen oder so, weil normaler Rate Pass kostet 100. Und das ist halt ein besserer Rate Pass, deswegen 150 würde ich sagen, ist noch vollkommen in Ordnung. Aber direkt auf diese hässliche 195, keine Ahnung. Das zockt mir nicht. 5 am Tag finde ich immer noch bei weitem genug, Mann. Also ich würde das offensichtlich an meiner Stelle nie wieder so viel raiden. Deswegen 5 am Tag ist vollkommen genug. Und dieses 5 am Tag schwächen auch viele Argumente von vor allem diesen Hardcore-Leuten ab, die sagen, boah, hey, die Leute, die im Dorf wohnen oder die Leute, die physisch nicht irgendwie da gehindert sind, an vielen Raids teilzunehmen, ja, die haben jetzt so einen großen Nachteil wieder. Digga, 5 Raids am Tag, von zu Hause aus, wann du willst, wo du willst, ist doch genug. Halas? Ich finde das mehr als genug. Und die Dorfspieler, die sonst keine Legendären bekommen oder so, haben 5 Chancen am Tag. Das sind 35 Raids, also 35 Legendäre im Monat, in der Woche. Ist doch mehr als genug. Klar, jetzt ist es halt ziemlich teuer, aber die haben ihre Chancen auf den Raids, also die haben das ja nicht komplett abgeschafft. Dear Niantic, we are writing you to you on behalf of your customers. Das stimmt so nicht ganz, Mann. Ihr seid halt so ein Bruchteil von dem Bruchteil. Ich weiß, man denkt, man repräsentiert eine große Menge, aber am Ende des Tages, Casuals und Hobbyspieler und Leute, die ab und zu wirklich reinschauen, das sind bei weitem die breite Masse von Pokémon Go-Spielern. Diese Hardcores, das ist so ein kleiner Prozentteil.
We want to start off by letting you know that we love Pokemon Go. Not just Go, but the Pokemon franchise in general. We are and always will be passionate, loyal and vocal about our thoughts and concerns. We want Pokemon Go to succeed. Jein. An erster Stelle wollen die natürlich das Beste für sich selber. Und das ist halt das Bequemste. Und das Bequemste ist, von zu Hause aus reden. Einen großen Radius zu haben. Viel Umsatz zu bekommen, bessere Belohnung zu bekommen. Gute Events zu bekommen. Das ist ja für einen selber. Ob Niantic jetzt 100 Milliarden im Jahr macht oder 200 Milliarden, das ist nicht das, was die wollen. Also laber nicht. Also ich glaube, das kam von Fleece King, so ein kranker Spieler. Hat ein krasses Video auf Mystic Seven's Channel. Mystic Seven übrigens auch im Crypto-Game. Kuss geht raus. And we want to be able to play this game. The game we love. For years to come. Ja, kannst du ja auch. Vor allem, du kannst ja weiterhin das Spiel spielen. 5 Raids am Tag, Bruder. Fan-Raids, normale Raids, weiterhin unbeschränkt. Unfortunately, we as a whole. Na, wie gesagt, Bruder, du repräsentierst nicht the whole. Viel unheard. Okay, das kann ich fühlen. Die Community wird, also die Kommunikation zwischen den Spielern und Niantic ist extrem schlecht. Ja. Time and time again, our questions go unanswered. Our concerns are not addressed. And most importantly, our needs are not taken into proper consideration. As of now, we are specifically referring to the April 6th, oh ja, das war gestern, Remote Raid Pass Update. We do not agree with your decision, and the majority of us, nein, the minority of us, want you to know that limiting remote raids to 5 passes per day will harm rural trainers who lack adequate local community support. Stimmt nicht. Trainers with disabilities who physically cannot go get outside to play. Stimmt nicht. Trainers who have severe social anxiety who struggle mentally to go outside to participate in in-person raids. Stimmt nicht. Trainer who work night shifts and cannot participate during the day. Stimmt nicht. Single parent trainers who are managing children, a household, a career with minimal time to spare. Stimmt nicht. Vor allem, als würde so ein Single Parent, der sich um Arbeiten gehen muss, sich um den Haushalt kümmern muss, sich um seine Kinder kümmern muss, mehr als 5 Raids am Tag machen, mehr als 5 Fan Raids. Was ist da los, Mann? Digga, der macht vielleicht einen. Everyone, every form of trainer has equal and every right to play and enjoy Pokémon Go. Ja, ist ja immer noch, Bruder. At the end of the day, the world has evolved since the pandemic. Das stimmt. The landscape of working, playing and interacting has evolved and changed. Trainers now work at home. Through the new work, life dynamic, rich remote communities were built. These communities are just as viable as strong and strong as in-person communities. Stimmt auch. These communities are unique, special and one of a kind. Okay? Ist gut, dass sich so eine Online-Community geformt hat. Und dadurch auch Freundschaften und dann, wenn man sich auf echten Events trifft, umso besser, umso cooler. And we know from the bottom of our hearts that there is equal room to have both types of communities flourish. Ja, aber diese Online-Community muss ja dadurch nicht abschwächen. Wie gesagt, also ich finde 5 immer noch sehr viel. Also wenn du 5 Raids mit deiner Online-Community machst, dann bleibt diese Community ja immer noch bestehen. Man quatscht immer noch jeden Tag, man tauscht sich aus, man verabredet sich. Also die Online-Community stirbt ja dadurch nicht aus. Ja, yeah, hier, Hashtag, hier ist Niantic. Um ehrlich zu sein, wenn ich Niantic wäre, würde ich auch nicht drauf hören. Das Einzige, worauf ich drauf hören würde, wäre der hohe Preisanstieg. Also natürlich haben die ihre Analysten und Spezialisten und haben sich das irgendwie ausgerechnet. 195, aber ich finde 150 fair. 5 Raids am Tag, maximal, finde ich immer noch fair. Die wollen Fokus auf In-Person, IRL, echte Raids legen, wieso nicht, so wie früher. Ja, das war meine Meinung. Ich finde es nicht schlimm, dass Remote Raids geschwächt wurden. Dass sie teurer wurden, finde ich schlimm. Ansonsten 5 sind, habe ich sehr oft in diesem Video gesagt, bei weitem als genug. Dieses Hashtag Niantic, hier ist, finde ich, schwach umgesetzt, schlechte Argumente. Wie so ein kleines verzogenes Balk, finde ich, diesen Typen. Klar, er ist Streamer auch. Denkt hauptsächlich an sich, weil das betrifft eigentlich nur Streamer.
Weil da konnte man gechillt von zu Hause streamen und Raids machen und dann im Stream 100er fangen oder sowas, richtig geil. Aber auch der Normalbürger juckt das jetzt nicht, ob du nur noch 5 Raids, Fernraids machen kannst. Okay, ich habe es oft genug gesagt, Leute. Ich hätte gerne eure Meinung in die Kommentare. Mann, ich vergesse immer was zu sagen und dann fällt es mir im Nachhinein erst ein. Früher war ich ja immer der kritische Boss und da haben die Leute immer geschrieben, Johann, wenn du einen Tick so hart kritisierst, kein Wunder, dass du kein Partner von ihm bist. Und jetzt, seitdem ich weg bin, ist Spieletrend der kritische Boss geworden. Sehr, sehr kritisch, Mann. Und ich bin so der Gelassene, der Niantic eigentlich ziemlich fühlt in den meisten Sachen. Wie gesagt, Gameplay-Videos werden folgen. Diesen C-Day werde ich wahrscheinlich verpassen. Ich muss mal schauen, wann er überhaupt startet, weil ja, ich habe leider zu tun. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Normal sage ich jetzt, investiert in Bitcoin oder DeFi und Crow, aber damit könnt ihr gar nichts anfangen. Serious Business und ciao.